Servus und willkommen zurück zu Scrapscore. Ich habe heute das Ranch House von Coca Cookie. Schon ein Weilchen her, dass ich von ihm was gezeigt habe. Und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt jetzt mal die Ranch von ihm zeigen. Habe ich schon länger eigentlich vorgehabt. Das schauen wir uns doch jetzt als erstes mal die Kreationsdrehung an. It's magic, yay. Ranch House, genau, so heißt das Teil. You want to build a ranch and still need a house. Well, I got the perfect thing for you. Warum, lieber Coca-Cookie, machst du da nicht einfach auch eine deutsche Beschreibung? Ich meine, du schreibst sowieso die minimalsten Sachen immer in die Beschreibung rein. Ist ja völlig in Ordnung, aber alle wissen, dass du Deutsch bist, dass du ein Deutscher bist. Und dann kannst du wenigstens das doch kurz in Deutsch reinschreiben. Ich meine, das Englische wird doch allen dann so angezeigt. Naja, egal. Wir gucken uns jetzt das Haus an. Beschweren uns nicht über seine Nicht-Deutsch-Kenntnisse. Es ist seine Entscheidung. Also wollen wir ihn jetzt mal hier nicht kritisieren. Ich kritisiere dich aber. Jo. Er hat hier Mods benutzt. Sag ich jetzt gleich vorab. Und zwar einmal seine eigene Mod. Die C4-Block-Mod. Dann die Entrance-Doors-Pack-Mod. Dann noch die FLX Slopes and Wedges. Man muss dazu sagen, ich glaube, das hier hat er recht am Anfang gebaut und er baut ja eigentlich nicht wirklich viel mit Mods, von daher ist es eigentlich eine Besonderheit. Und das Besondere in diesem Haus ist eigentlich, dass es, glaube ich, noch vor dem Modpack gebaut wurde, deshalb hat er hier diese FLX Slopes and Wedges Mod benutzt, also ich glaube es, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die Mod ist inzwischen eigentlich überflüssig, durch das dass man das Modpack hat und die meisten das Modpack dann wahrscheinlich auch benutzen. Nichtsdestotrotz sieht das hier natürlich klasse aus. Das passt perfekt. Also das gerade das Dach ist halt hauptsächlich aus diesem Slopes. Ach, ich erzähle zu viel. Komm, wir gucken es uns jetzt einfach mal ringsrum an. Steht übrigens lose da, das Gebäude. Und es ist ein recht modernes Ranch. Häuschen, recht moderne Ranch, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen hier rein. Das sieht aus, als würde es hier reingehen. Hier haben wir so eine coole Schaukel. Die ist nicht fest dran. Macht ja aber auch gar nichts. Es sieht gut aus hier, dass er das ja auch so schräg gemacht hat. Dadurch, dass das Holz dann nur so ein Teil dann hier quasi rauskommt. Das sieht sehr schick aus. Eine Kleinigkeit, kleines Detail, das mir jetzt nicht entgeht. Geht die von alleine wieder zu? Geht von alleine wieder zu. Ich mache jetzt hier mal das an, dann treffe ich nämlich die Knöpfe besser oder komm, nee, das sieht einfach schöner aus. Okay. Das geht da rein und das geht... Ah! Tada, das sind die Lichter für außen. Ist es nicht ein schickes Häuschen? Komm, wir stehen hin, dann habe ich gleich einen Thump. Hervorragend. Thump. Perfekt. Passt. Okay, das sind die Lichter für außen. Und das ist wahrscheinlich Licht für innen. Jawohl. Lass mal natürlich alles an. Wir brauchen Licht. Oha. Ach du Scheiße. Das könnte sein, dass ich hier ein... Wieder mal, dass mir falsch angezeigt wird. Es sollte eigentlich nicht glühen. Und es wird aber mir glühend dargestellt. Sollte nicht glühen. Das sieht natürlich jetzt hier total bescheiden aus. Wie gesagt, da ist irgendwas wieder schief gelaufen. Keine Ahnung, warum das so glüht. Ja, da glüht es gar nicht. So das gleiche Material, also ich blick's nicht. Muss ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall die Küche. Das hat er, glaube ich, schon öfters benutzt als Waschbecken. Das ist eine nette Idee. Ist ein bisschen nicht dieses Standard-Waschbecken, ist ein bisschen was Eigenes. Hier ist ein Lichtschalter. Licht. Witzig, dass er da die von Button and Switches diese hier genommen hat. Ich sag ja, es ist ein bisschen moderneres. Eine modernere Ranch. Eine nette Küche. Oh, hier ein Herdfeld. Herdfeld, ja. Ich laber schon wieder einen Scheiß. Leck. Doch, ist das schick. Und Fernseher. Auch clever, das so hinzumachen.
Also als Fernseher so ein bisschen schräg, vor allem, dass, wenn alles nicht so akkurat steht und so leicht schräge Sachen mal drin sind, das gibt dem Ganzen so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine Würze, so ein gewisses Etwas. Oder auch hier, das sieht aus wie ein Teppich und das passt hier so super rein. Das gibt alles ein bisschen, macht es ein bisschen schicker. Was haben wir hier? Höchstwahrscheinlich die Lichter außen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, die lassen wir natürlich auch an. Und das ist, auch wieder, oh, hoppla. Auch wieder hier die Innenlichter, die Innenbeleuchtung. Gras an der Wand. Ja, kann man machen. Ist Kunst. Ist ein Gemälde. Das sieht echt cool aus. Also diese Beleuchtung, muss man schon sagen, sieht in Scriptmechanik echt nicht schlecht aus. Fehlen nur die Schatten und alles, also. Ja, das Spiel hat Potenzial, definitiv. Ich bin so gespannt, was in Zukunft kommt. So, dann. Oh, das ist ein bisschen eng hier. Auch der Lichtschalter, okay. Wir gucken hier noch schnell rein. Oh, hier geht's dann hoch, okay, gut. Ein Gamingzimmer oder so, ein Spaßzimmer. Ja, das könnte mal ins Gaming-Zimmer so ein bisschen durchgehen. Ich meine, es ist ein bisschen mageres Game-Setup hier, aber reicht doch. Ich nenne es jetzt mal als Gaming-Zimmer. Warum denn nicht? Das ist halt das Problem. Die Türen gehen automatisch zu. Und das ist halt dann ist der Griff nach unten. Ich weiß, wir sind eigentlich faul. Wir sind faule Mechaniker und wir machen die Türen nicht zu. Finde ich aber jetzt in dem Fall hier schlecht. Weil das einfach dann doof aussieht. Dann machen. Na, was haben wir denn hier? Okay. Hamsterkäfig? Aquarium? Keine Ahnung. Nee, Aquarium ist nicht. Da ist ja quasi Wasser nochmal drin. Oder? Wenn ich das richtig sehe? Ich bin mir nicht sicher. Da ist ein Viech drin. Da ist ein Ent. Es ist ein Entenkäfig. So, jetzt haben wir es. Und da ist nochmal ein kleines Bettchen. Ja, clever mit dem Licht hier unten. Das Bett auch einfach ein individuelles Bett. Nicht einfach diese Matratze hingeklatscht. Ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab. Ich meine, die Kreation ist auch schon etwas älter. Au. Und hier geht es nochmal hinten raus. Also gibt einige Türen rein und raus hier. Nochmal eine Tür. Raus. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir hier nicht rausfinden aus dem Haus. Da geht es überall raus und rein. Die Toilette. Ah, hier sieht jetzt zum Beispiel der Boden gar nicht schlecht aus. Auch wenn er etwas glüht. Aber hier sieht er jetzt echt nicht schlecht aus. Und das passt hier echt gut rein. Das ist ein schickes Bad. Echt? Das ist ein schickes Bad. Das gefällt mir. Auch mit diesem dünnen Fenster jetzt. Das ist echt schick. Okay, hier würde ich es einen Block kürzer machen. Weil dann sieht der Übergang hierzu ein bisschen doof aus. Ah, und auch mit dem Oberlicht. Ah, ein schickes, schönes Bad. Kann man sich mal hinsetzen, da sieht das. Kann man nicht reingucken von außen, kommt trotzdem Licht quasi rein und auch von oben natürlich. Da sitzt sie, haha, und wackelt mit den Ärmchen. So, weiter geht's in Hausbesichtigung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es kaufe. Genau, das war ja das kleine Zimmerchen hier. Jo, dann sind wir unten, dann soweit, ja, unten sind wir soweit fertig, dann gehen wir nach oben. Hier hoch. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Oh, das ist ja auch. Oh, hier wird es warm im Sommer. Oh, aber das ist schön zum Schlafen. Ist das natürlich schön hier. Da rausgucken. Licht an, bitte. Was ist das noch? Geht da unten hin. Hä? Ich verstehe nicht so ganz, was das ist. Der geht dahin und der geht dann. Ah, das sind. Doch, das sind die Lichter hier oben. Ah, hier kann man nochmal. Hä, da kann man die hier einschalten? Ah, das ist ein bisschen strange. Ich glaube, da hat er nicht. Das hat er nicht komplett durchdacht, habe ich so das Gefühl. Oder da irgendwie die dann halt noch willkürlich angeschlossen? What? Warum? Also es hat für mich jetzt hier
kein System, warum das so angeschlossen ist. Aber okay. Hallo. Oh, da haben wir die fette Anlage. Das ist geil gemacht mit den Fairings, die Boxen. Ich liebe es. Mit den Kisten, die Kisten und die Boxen. Das ist göttlich. Einfach göttlich. Es ist sehr kreativ. Es ist sehr kreativ. Man muss es halt machen mit dem, was man hat. Oh, das ist schick hier draußen. Das sieht cool aus, finde ich. Das sieht echt cool aus. Mit diesem einen überstehenden... Auch die Steine, die hier genommen hat, oder die Blöcke mit der Steintextur, das passt echt super. Großer Grill. Viel Platz zum Hinsitzen. Und dann können wir noch ein bisschen auf dem Dach rumlaufen. Jo, das war's Häuschen eigentlich schon. Ich stehe mal vorne hin, denn wir schreiten sofort einfach zur Bewertung. Optik gebe ich dem Ganzen von außen. Ich muss kurz gucken und schwelgen. Jo, weil es mir ehrlich, wenn mir ehrlich gesagt es nicht auffällt, was ich jetzt von außen bemängeln könnte, gibt's da die vollen 5. Sehe da jetzt nichts, was man bemängeln kann, wirklich. Von daher die 5. Okay, dann gehen wir gleich weiter zu der Innenausstattung. Da hüpfen wir einfach nochmal schnell rein. Innenausstattungstechnisch sieht es auch sehr gut aus. Es sind Details da, es sind Lampen da, da wo sie hingehören, bin ich der Meinung. Hier ist auch individuell gestaltete Sitzmöglichkeiten, einen gläsernen Tisch, den ich absolut nicht abkann. Also in echt jetzt, ein Glastisch ist ganz schrecklich. Wenn ich da mein Glas oder meine Bierflasche oder einfach irgendwas draufstelle, dann klirrt es sofort so, oh nee, das geht gar nicht. Absolutes No-Go. Der würde bei mir sofort hier rausfliegen. Auch hier im Fernseher, das ist sehr, sehr, ja gut, was heißt kreativ, aber einfach diese Schräge daran und so. Ja, habe ich schon gesagt, was ich gebe? Innen 5. Auch 5, weil es ist einfach, okay, ein bisschen zu wenig Pflanzen, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier die Pflanze an der Wand, ansonsten, zum Beispiel gerade hier ins Eckchen hätte eine kleine Pflanze gepasst oder hier ins Eck eine kleine Pflanze. Wir hätten das alles ein bisschen aufgehübscht oder auch hier noch vielleicht noch ein Gemälde hin oder so. Vielleicht hat ja Mr. Cookie mal Bock, das hier ein bisschen abzudaten. Wahrscheinlich nicht. Können wir ja selber machen, gell? Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich der Creator oder der Ersteller dieser Kreation wäre. Okay, dann hätten wir noch Funktion. Und da es hier jetzt doch ein bisschen was zu tun gibt, gebe ich hier jetzt Funktion. Ich weiß, ich hatte ja letztes Mal so beim letzten Gebäude ein bisschen den Disput mit der Funktion. Deswegen hier gibt es diesmal aber Funktion, denn wir haben ein bisschen was zu tun. Jetzt lassen Sie schon mal alle Lichter einschalten und auch die Türen und alles funktioniert einwandfrei. Naja, fast. Und genau da ist der springende Punkt. Ich gebe deswegen hier eine 3. Es ist vielleicht ein bisschen hart, aber nichtsdestotrotz, gerade was mir einfach gar nicht gefällt. Ich meine, bei der Tür ist es in Ordnung, dass die wieder zugeht, von mir aus. Aber das hier, wie sieht denn das jetzt aus? Das sieht einfach bescheuert aus. Deswegen, das gefällt mir nicht, dass die Tür automatisch wieder zugeht, weil das sieht einfach dann doof aus. Dann kommen noch die Lampen, die da oben nicht richtig angeschlossen sind. Gibt auch kurz nochmal einfach einen herben Punktabzug. Ich weiß, es ist ein bisschen fies. Vielleicht hat er sich da ein bisschen vertan. Nichtsdestotrotz, es geht nun dann einfach auch nichts weiteres so funktionsmäßig. Kühlschrank hätte man noch aufmachen können. Ich weiß, jeder Bearing kostet Performance, aber das gibt dann einfach in dem Fall bei mir hier bei Scrapscore dann jeweils dann doch noch ein bisschen extra Punkte. Auch wenn die Performance darunter leiden sollte. Jo, okay. Dann wär's das gewesen. Das Haus ist gekauft. Das ist echt cool. Es gefällt mir äußerlich sehr, sehr gut. Stelle ich mir sofort hier hin. Aber ich kann es nicht stehen lassen. Für die nächste Kreation muss ich leider wieder Platz machen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Videobeschreibung wie immer die Links zu allem, also in dem Fall zum Haus. Und natürlich auch zur Scrapscore Collection, also alle vorgestellten Kreationen findet ihr da in einer Kollektion. Link in der Videobeschreibung. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.